werden, dann sieht es ja an der Teilnehmerzahl, dass es nicht dem entspricht, was wir erwartet haben oder gehofft haben. Ja. Aber jeder Anfang ist schwer, wir fangen lieber klein an und das ist der Max. Grundsätzlich ist es die erste Veranstaltung dieser Art. Wir sind für alle Vorschläge offen, was diese Gestaltung, also wie wir das jetzt hier gestalten. Sagt einfach, was ihr haben wollt und wir machen das. Gell? Oder nächstes Jahr ist ja ein anderer Club dran, der kann das dann auch in seinem Stil fortführen, wie ihr wollt. Gell? Ich würde jetzt erstmal sagen, besteht Interesse dran, dass sich Clubs vorstellen hier? Die meisten kennt man ja, oder hat jemand Bedarf, sich hier vorzustellen? Termine habt ihr sicherlich bei Toto durchgegeben. Die Termine sind, ich sage jetzt einfach mal, Fixtermine. Ihr habt das ganze Jahr die Möglichkeit, euch zu melden bei der E-Mail-Adresse, die Termine zu verschieben und die werden dann auch wöchentlich aktualisiert. Also die Planung beinhaltet auch, jetzt nochmal ganz kurz, Grundgedanke war eigentlich, dass diese Veranstaltung die Vorplanung zur Präsirelle Ost ist. Also wir wollten die Präsirelle Ost nicht kaputt machen, nicht kleinreden und in keinster Weise auch eine Konkurrenz dazu aufstellen. Ja? Eigentlich soll das die Vorplanung werden, weil jetzt hat man 12 Monate Zeit. Ja? Im Januar sind alle, vergiss keine Band mehr, kein Zelt mehr, das sind alle Messen gelesen. Ja? Jetzt die Vorplanung, ihr könnt das noch hinhändeln bis zur Präsirelle Ost. Dieser Kalender, den wir an die Präsirelle Ost mit dran. Ja? Nur, dass mal jeder gehört hat zum Verständnis. Also eigentlich wollen wir mit denen zusammenarbeiten und nicht gegeneinander. Die haben das noch nicht verstanden oder sind noch nicht so. Das wollte ich nicht verstehen. Das wollte ich nicht verstehen. Ja, vielleicht kriegt man so ein paar Dummköpfe und Biertrinker wird auch immer korrigiert, aber wenn nicht, ist das nicht schlimm. Ja? Ja. Also drei Partys an einem Wochenende. Ich bin zu. Da weiß jeder, er hat nur mit der dritten von den Gästen zu rechnen. Das ist einfach so. Ja, das, wir sind ja alle. Studium ist ein bisschen weiter weg, ja, aber. Dazu, genau dazu ist sowas da. Ja, entweder man klärt das jetzt hier mit kurzem Gespräch oder später oder was weiß ich wie. Und wie gesagt, die sind nicht in Stein gemeißelt, die Termine. Ihr könnt da, schreibt einfach, ja, da, ihr könnt da reingucken, könnt da verschieben, wie ihr wollt. Ja. Gut, okay, morgen. Eins, zwei, auch wieder drei Partys an einem Tag. Ja, Ich kann mich ja nicht anmelden jetzt, weil ich nicht gekommen bin. Ja, aber wir können uns das jetzt nicht vielleicht noch nachfragen. Nein, jetzt kommen wir früher mal rein. Also, das ist dann mit Underdogs zusammen. Mhm. Ja. Sommerparty, Winterparty, Frühjahrsparty, wie nennst du es? Eierparty. Warte. Ja, wie gesagt, es besteht jetzt noch die Möglichkeit zum Ändern oder wie auch immer, gell, ihr kriegt das dann noch aushändig, da seht ihr ja, vielleicht sprecht ihr nachher nochmal bei der Klaus Bier, vielleicht ist sowas möglich, bei dir jetzt nicht, aber vielleicht für die anderen, wie auch immer. Das soll eigentlich diese Veranstaltung bringen, dass man miteinander redet. Ja, und nicht, dass man hier rausgeht und verschwindet. Ja. Und so sollte das eigentlich funktionieren, dass man miteinander redet. Gell? Man meint, man kennt sich jetzt hier, das ist eine relativ kleine Runde. Gell? Da kann man sich kennenlernen, ruhig mal Telefonnummern aussagen am Ende des Tages und dann kann man über alles reden. So, gibt es ein Problem. Wenn bei der Presserelle Ost, gell, da gab es Terminüberschneidungen zuhauf. Ja? Mich hat natürlich nicht interessiert, mein Dorf war ich auch gerne zum Dreckens an die Küste. Gell? Aber wenn die einen Termin hier eine Überschneidung haben, dann spielt das keine Rolle, weil das einfach zu weit weg ist. Gell? Aber jetzt sind wir hier alle in dem Gebiet, gell? Da sollte es möglichst, wenn wir da schon die Überschneidung nicht vermeiden können, dann ist die ganze Planung sinnlos. Gell? Da geben wir demnächst nur noch unseren Termin ab und jeder macht Party, wann er will. Es wird immer eine geben, aber es muss ja wenigstens der Versuch sein, da sein, das zu minimieren. Wenigstens das muss ja möglich sein. Ja? Okay, August vor. Ja. Und zwar vom 2. bis 4. Wir gucken mal, dann haben wir noch eine freie Woche gefunden. Okay, Sommerparty, 1.10. Germany. Vielleicht dann online gehen wird, also öffentlich einsehbar. Ja. Deswegen halte ich dieses ganze Geschwätz von, das ist übelst geheim und wir müssen uns schützen und bla 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 und es darf kein Reporter mit
habt ihr sicherlich mitgekriegt, der Fungi ist heute da, da macht ein Filmchen von uns. Halte ich für völlig sinnlos und ich weiß auch nicht, in welcher Gedankenwelt die da, was da los ist. Das war einsehbar. Es ist öffentlich. Wir wollen in keinster, wie Max schon sagt, in keinster Weise diese Raumplanung im Januar in Frage stellen, die soll weiterhin stattfinden. Wir sehen es vielleicht so, dass es nur noch keine Partyplanung, sondern eine, Party, eine Bestätigung ist. Eine Partyplanung kann ich jetzt machen. Jetzt kann ich Termine ändern mit Bands, mit Technik oder was auch immer. Im Oktober, November ist das Ding durch. Im Januar kann man das bestätigen. Zu dem Ding kann man auch reden, ändern. Und das zweite Ding, was uns wichtig ist, die Leute können mit Motorrad mal herkommen. Ja. Und es gibt, die Möglichkeit ist viel größer für mehr Clubs, das Ding zu veranstalten, als die für andere, die im Saal liegen, ja, mit Heizungskosten. Ja, das war ja so teuer. Und den um 10er war die Bude leer. Ja. Also hinkommen sie, ist rein und ja, weil es auch zu großen Eichen ist, der Wald fahren und dann wird wieder am Rand gehalten. Und die haben den Messi gemacht, der hat bezahlt ohne Ende. Mit eurem Scheiß könnt ihr noch Änderungen einreichen und ab jetzt eigentlich, gell, spielt keine Rolle. So, jetzt sind ja so ein paar Sachen aufgedacht, dass Meldungen dabei waren von Leuten, die nicht da waren. Gell, also die nicht an der Versammlung teilnehmen. Gibt es von euch Vorschläge, wie wir das handhaben wollen, ob wir das trotzdem in diesen Kalender aufnehmen wollen oder ob die Leute zwingend zur Versammlung da sein müssen und einfach so ihren Termin bekannt geben? Gibt es da Vorschläge von euch oder gibt es da... Wir werden heute nichts streichen. Nein. Also wir werden nichts streichen. Dann macht ihr das ab nächstes Jahr so. Ja. Dass du sagst, Pflichtveranstaltung, ansonsten Pflicht raus. Genau. Ja. Von mir aus lassen wir es einfach mal durchgehen. Wir sind auch mit bereit. Ein bisschen Verzeihung. Natürlich. Gar kein Problem. Ja. Wir sind auch zu reden bereit. Vielleicht konnte einer nicht, weil es ein Hamster wird oder Mikrowelle war. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja. Aber es gibt vor allem tausend Entschuldigungen. Ja. Die Presse in Ost hat sich ja gut entwickelt, gell? Also es war voll, letztes Jahr mehr denn je. Das ist auch eine gute Veranstaltung, wie gesagt, wir wollen nicht kaputt reden. Und stört einfach, dass wir viel zu wenig Planungszeit haben, also viel zu wenig Vorlaufzeit und dass das im Winter stattfindet. Und dass da überhaupt keiner Bock hat, eigentlich drin zu fahren. Nur weil er mal ein Wort sieht, den er das ganze Jahr nicht gesehen hat. Mit dem Frau steht da auch nicht zu sehen, wenn ich das ganze Jahr nicht gesehen habe. Völlig ditter. Ja. Also jetzt mal, egal wer das jetzt sein wird, der Veranstalter fürs nächste Mal, für diese Partyball in Mitteldeutschland, einfach mal drüber nachdenken, wie machen wir das mit den Leuten oder wie haben wir das nächste Mal mit den Leuten, die Meldung gemacht haben, aber nicht an der Sitzung teilnehmen. Einfach mal sacken lassen, wie wollen wir das machen? Wir können auch mal drüber sprechen und da haben wir dann. Wir sind für alles offen und wir reden auch mit dem Veranstalter, der das nächste Mal macht, der muss ja die Daten von uns kriegen. Da kriegt er auch die Webseite komplett die Daten, da kann das dann weiterverwalten und so soll das eigentlich übergehen. Ja? Und es soll auch so sein, dass es nicht nur diese, sagen wir, sogenannten großen Clubs machen. Ja? Wir können rausgucken, da steht ein Bierwagen, eine Bühne und ein Essensstand. Ja? Also das kriegt hier sitzt jeder hin. Ja? Und das soll auch eine Möglichkeit sein, für jeden kleinen Club einfach zu sagen, wir machen eine Sommerpause, wir wollen dieses Mal ein bisschen Geld verdienen. Da kommen garantiert 350, 400 Leute, gell? Die lassen entsprechend Geld da, weil wir diese Presseversammlung machen. Aber wir wollen eigentlich, erstmal sind wir zu erhältlich, das ist das erste Thema. Das zweite Thema ist, wir wollen auch den neuen Chaptern oder den heranwachsenden Clubs die Möglichkeit geben, den Termin einfach wahrzunehmen. Weil wir sehen es ja jetzt schon, dass die Termine sich trotz, dass wir uns zusammensetzen, überschneiden. Ja? Und da sollte mal jeder größere Club mal drüber nachdenken, also mit mehreren Chaptern jetzt von mir aus zu sagen, pass auf, wir helfen lieber unseren anderen Chaptern, den jungen Leuten, verzichten auf unser Wort, oder was weiß ich, wie man sich da einig werden kann. Gell? Also für uns steht das schon fest, wir machen jetzt noch diese Party nächstes Jahr und danach wird es... Also vielleicht steht auch fest, dass wir bloß alle 5 Jahre die Party machen. Ja, bei Pulse Cool ist es schon länger so, ja? Also dass die auch gesagt haben, so, das muss reichen. Ja? Ich meine, viele finanzieren sich davon, ich will auch um Gottes Willen keine Vorschriften machen, wie er das zu handhaben hat, aber ich sag mal, im Sinne der Gemeinschaft sollte das ein Ziel sein, zu sagen, wir treten einfach mal einen Schritt zurück, auch wenn wir jetzt hier die Größten und die Stärksten sind, gell? Und überlassen einfach mal das Thema.
deswegen, ja, nur mal als Gedankenanstoß. Wer das nicht machen will, ja, okay, ist es halt so. Ja. Wir machen das so, Full School macht das schon länger so, ihr zieht nach. Wir werden sehen, was da draus wird. Gell. Ich meine, die kennen uns doch die meisten, gell. Da muss keiner mehr kommen zur Party, um sich bekannt zu machen. Also meine Fresse, gell. Ja, und die alten Clubs, die fahren ja auch noch. Gell. Es gibt da neue Clubs, die das nicht so genau nehmen. Wir müssen sehen, wo das hinwächst. Gell. Aber notiert doch einfach mal Interessenten für den Oscar, weil ich das Ding machen würde. Ja. Zu ihrem Termin. Ja. Wir haben ja Jubiläum, wo etwas Besonderes, wir wollen das gerne machen. Ja. Also wir stellen jetzt erstmal hier die Frage, wer hat Interesse dran? Hat jemand jetzt hier im Rahmen Interesse dran, diese Party zu veranstalten? Mein Scheiß Arschloch. Ja, wir haben natürlich einen Bäcker, das war... Die Presse schon, aber momentan noch nicht die Möglichkeit. Ja. Naja, dann stellt's mal rein und den werden wir sehen. Nochmal zu dem Thema Versammlung, ja, also bevor wir uns jetzt hier entscheiden. Wir können diese Versammlung auch draußen durchführen. Ja, wie gesagt, zu dem geheimen Ding jetzt. Ja, das ist wirklich nur, dass wir mal ein bisschen abgeschottet sind, dass das dann... Nicht jeder sieht das wohl, dass man es einfach leuten könnte. Das ist schon gut so. Gell? Wir müssen es ja auch nicht entscheiden können, vielleicht. Nein, wir müssen es nicht entscheiden, aber wir machen heute. Wer möchte, wäre schon gut. Gell? Also Klaus, schreibe ich nicht, aber. Da werden wir von unserem Chatter. Jetzt haben wir mal dann. Vielleicht auch das. Die haben die Möglichkeit dazu. Ja. Da schreiben wir heute mal auf. Nein, das kann ich jetzt nicht machen, der Präsi sollte nicht hier. Deswegen. Wo ist denn der schon wieder? Ja, und ich mach's vielleicht. 20 Kilometer von hier, 20 Jahre. Wie viel sind wir hier? In 20 Jahren mach's ich denn? Da ist schon lange durch. Ja, ich kann immer noch hingefahren werden. Ja. Also pass auf, gell? Wir haben natürlich. Nein, aber wir überlegen mal. Wir sind ja natürlich nicht unvorbereitet reingegangen, gell? Also. Da könnte es freilich machen, wenn er das möchte. Gell? Wir treten dann zurück. Backup wäre Coolschool Profi. Für mich. Gar nicht. Das nur, wenn keiner möchte. Ja, ja. Also nur Notfalls Backup. Einer, wenn wir aufschreien. Für dich, wenn du möchtest, für dich. Nee. Das wäre nur der Notnagel. Also nicht falsch verstehen. Wenn jeder von uns was im Wir sollten vielleicht auch das nächste Mal den Status wieder ins Leben rufen, dass die Versammlung hier befriedetes Gebiet ist. Also selbst wenn jemand miteinander Probleme hat, dass der Veranstalter mehr oder weniger garantieren kann, dass man da kommen kann, seinen Termin preisgeben kann und trotzdem mit heiler Hand wieder rauskommt. Davon gehe ich mir aus, dass es eine gute Form ist. Natürlich, also das sollte eigentlich der Regelfall sein. Also jeder, der noch ein bisschen mehr am Monster hat, da sollte sich ein bisschen dran halten. Und ich hoffe, dass das auch noch, also hier habe ich keinen Zweifel bei den Leuten, die da sind, aber es gibt die Top-Tipps, wo man gar nicht mehr weiß, was man denken soll. Ja. Okay, belassen wir es einfach dabei. Hat jemand jetzt noch Vorschläge, was man noch in diese Versammlung mit einfließen lassen sollte? Gibt es da noch irgendwas? Was Dringendes? Ja, sagen wir werden uns weiter bei Bierchen draußen treffen. Sind noch ein paar Stunden hier. Lass es einfach mal sacken. Ansonsten würde ich das jetzt hier beenden. Ich wollte aber ganz kurz was sagen, ja. Was passiert. Für euch ist jetzt die Möglichkeit zu sagen, wir machen nächstes Jahr sowieso unsere Sommerparty, wir haben das Zelt, wir haben die Band, wir haben den Bierwagen. Lass es einfach mal sagen. Wir lassen das sacken und den Mädchen uns den. Genau. Ja. Ich spreche mit meinen Jungs. Schön, easy, ruhig. Und wenn sich einer hervorfühlen will, ich sage aber, der Fumi wird das jetzt sicherlich auch machen, wie mit Videos, YouTube-Star, keine Ahnung, ich weiß nicht. Das ist schon eine schöne Werbung für seinen Club. Gell? Und wenn man Leute sucht oder finden will, die werden das sicherlich dann auch sehen. Gell? Das ist schon eine Verwirrung. Ja. Gut, okay. Ansonsten würde ich es dabei belassen. Wir drucken nachher die Blätter noch aus, kann sich jeder vorne an der Bunkasse dann abholen, der Bock hat. Ansonsten wünsche ich euch noch ein paar schöne Stunden. Schön, dass ihr hier wart. Ich bedanke mich nochmal, dass trotz gewissen Widerstands das hier stattgefunden hat. Bis zum nächsten Mal. Okay.